Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Eins, zwei, drei, vier! Eins, zwei, drei, vier! Aha, meine mächtigen Jäger kommen aus dem Sumpf zurück. Und was hast du heute erlegt, Schlamm? Nun ja, eins ist uns entwischt. Ja, wir sind total leer ausgegangen. Was? Leer ausgegangen? Erzählt mir nur nicht, dass ihr überhaupt nichts an euch habt. Aber euer Rundlichkeit, auch mächtige Jäger können manchmal Pech haben. Großwildjäger sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Glaubt mir, wenn ich eine königliche Jagd leiten würde, würden wir ein Stück nach dem anderen erlegen. Ach ja, wirklich? Aber natürlich, folgt mir! Bei meinen Warzen, das gibt eine Katastrophe. Na, na. Also hört gut zu, Schlumpflinge. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich im Wald durchschlumpft, müsst ihr zuerst Schlaubis Überleben in der Wildnis lesen. Versteht ihr? Hallo, Frau Eichhörnchen. Falls es dir nichts ausmacht, Ned. Aber Schlaubi, ich hab doch nur meine Tierrufe geübt. Tierrufe? Also wirklich, wie willst du etwas lernen, wenn du nicht aufhörst, mit anderen zu reden und endlich anfängst, mir zuzuhören? Oder glaubst du, du kannst von denen was lernen, Ned? Ach, das zum Beispiel. Du hast dich an eine giftige Eiche gelegt. Was? Hab ich gewusst. Es ist spät. Hoffentlich findet Schlaubi den Weg zurück. Forschi, Forschi, Forschi. Ein erfahrener Führer wie ich verfügt über gewisse Grundkenntnisse, sodass er sich niemals verirren kann. Er weiß zum Beispiel, wo die Sonne aufgeht und dass Moos immer an der Nordseite eines Baumes wächst. Bist du da ganz sicher mit der Nordseite, Schlaubi? Seltsam. Das ist das erste Mal, dass ich Moos an einer Südseite sehe. Ach, du zitternde Ziege. Was hat das zu bedeuten? Nun, Kinder, nach meinem Buch zu urteilen, kann das nur eines bedeuten. Verlaufen! Dieser Sumpf kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und diese Geräusche habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Seid nicht albern. Wie kann euch etwas bekannt vorkommen, wenn wir uns laut meinem Buch verlaufen haben? Entschuldige mal, Schlaubi. Schlaubi, werde ich eigentlich größer oder wirst du womöglich kleiner? Ah, Treibschlamm! Oh nein! Auch das noch. Du singst mir, Silvan. Was passiert denn noch alles? Du musst es ja fragen. Es gibt nichts Schöneres als die Jagd. Hat man doch dabei das Gefühl, über den Wolken zu schweben. Er hat wohl ganz vergessen, dass er auf unsere Kosten schwebt. Genau. So eine Jagd gibt einem Warzenkönig doch warzenhaften Auftrieb. Ein Geruch von frischem Schlamm, den man durchwühlt. Und dann das Licht zweier Monde, die man... zweier Monde? Moment, um eure Warzen! Komm zurück, ihr Feiglinge! Lasst mich nicht allein! Wo ist denn nur der Passus über Treibschlamm? Ah, da ist er ja. Lies vor, Schlaubi! Hier steht, nicht betreten. Wirklich, Ned. Hier jetzt Tierrufe zu üben, ist absolut lächerlich. Ich hab ja nur versucht, Hilfe zu holen. Hallo, bei meinen Warzen. Was haben wir denn hier? König Warze! Sieht so aus, als hätte ich bald neue Trophäen an meiner Wand. Oh weh, armer Bora. Der blöde Fettwanz wird mir sehr fehlen. Ja, aber was ist, wenn Borax Gerumpel nicht gerumpelt hat?
dran. Wenn er spitz kriegt, dass wir ihn gar nicht gesucht haben, wird er uns sicher an den Warzen aufhängen. Genau. Kröte hat recht. Machen wir uns lieber auf die Suche nach ihm, bevor wir noch im Kerker landen. Bemüht euch nicht. Einmal ein mächtiger Jäger, immer ein mächtiger Jäger. Murat! Schade, dass ihr nicht gesehen habt, wie sie mir ins Netz gehen. Hast du diese Schlümpfe etwa ganz allein gefangen, Borax? Zweifelt ihr etwa an meinem Wort? Wir glauben euch eure Übertriebenheit, na klar doch. Es ist nur so, wir finden halt, Wir glauben euch nicht ganz. Genau. Ihr unverschämtes Pack, wie könnt ihr es fragen? Ach du grünes Ungeheuer, gib bloß nicht so an. Wir saßen ja schon im Treibschlamm fest. Ach, tatsächlich? Ja, wenn das so war, hätten wir sie auch gefangen, euer Verlogenheit. Genau. Ach was ihr nicht sagt. Dann werden wir mal einen kleinen Wettkampf veranstalten, wer hier der mächtigste Jäger ist. Gleich morgen früh lasse ich diese Schlümpfe frei. Wer sie als erster fängt, gewinnt. Das ist ja toll. Ja, wow, klingt gut. Genau. Aber wenn ihr verliert, müsst ihr für den Rest eures Lebens Schneckenschleim schaufeln. Verstanden? Genau. Seid ihr bereit, ja? Ja, euer Schwerfälligkeit. Reinsten von euch, dass wir eine eurer Reitschnecken benutzen dürfen, euer Verwarztheit? Das gebietet die sportliche Fairness eines Warzenkönigs. Außerdem werde ich den Schlümpfen einen Vorsprung geben, indem ich bis 100 zähle. Ach du heiliger Strohschlumpf, hoffentlich schaffen wir es auch bis in unser Dorf zurück. Wir müssen es versuchen, das ist unsere einzige Chance. Warzmannsheil, lasst die Jagd beginnen! Halt mir, Schlumpflinge! Eins, zwei, drei, vier, 100. Haha, jetzt komm ich! Ja! Nun mach schon, Schnecke, mach schon! Was ist denn los mit dem doofen Ding? Genau! Du, da hat irgendeine Warze vergessen, die Schnecke reinzubringen, Schlammi! Reingefallen! Ich nehme doch stark an, dass alles andere vorbereitet ist. Keine Sorge, eure Massigkeit. Den ganzen Sumpf habe ich vermint. Wie ihr mir aufgetragen habt. Jagen macht ja so viel Spaß. Besonders dann, wenn man nicht zu den Gejagten gehört. Das dürfte eine meiner Minen gewesen sein, eure Runzligkeit. Hilfe! Hol mich sofort hier runter, dämlicher grüner Warzenkopf, oder du wirst als nächster gejagt. Ach, du kreischende Krähe, Schlaubi. Du hast uns hier im Kreis herumgeführt. Ja, ich weiß, das habe ich mit Absicht getan. Ich meine, wer denkt schon daran, dass er im Kreis herumlaufen würde? Wir zum Beispiel. Genau. Warzenmonster! Okay, ihr Warzenmonster, legt sie um. Hey, die Büchsen sind ja nicht geladen. Genau. Ich verstehe das nicht. Der dicke Borax hat's doch höchstpersönlich geladen. Ja, wenn du mich fragst, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, der fette Borax möchte aus uns mächtigen Jägern blöde Warzköpfe machen. Genau. Glaubt ihr wirklich, dass es klappt, eure Dickleibigkeit? Darauf kannst du deine Warzen wetten. Mit dir als Lockvogel ist es mir ein leichtes, die Schlümpfe zu schnappen. Los, fang an zu singen! La 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 la. Hört mal, Schlümpfe. Worauf warten wir noch? Legen wir sie um. Genau. La 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 la. Ich hab einen. Gib's ihm. Halt ihn fest. Nee, Schlamm. Der Schlumpf da sieht genauso aus wie Borax. Jetzt reicht's mir. Ihr werdet mich kennenlernen, ihr blöden Warzenbacken hier! Das ist nicht fair! Borax hat sich Eidechsen geholt! Fair? Was ist denn das? Nie gehört! Gleich haben sie uns! Zitternde Ziege, wir sitzen in der Falle! Ich fürchte, über diese Situation steht nichts in meinem klugen Werk. Haha, jetzt habe ich sie. Über die Gerumpelschlucht werden wir es niemals schaffen.
Schnell, hiermit können wir über die Schlucht schlumpfen. Los, Schlaubi, spring! Ja! Ich kann's nicht mehr ansehen! Anhalten, ihr dämlichen Eidechsen hier! Ach, du schwimmende Seeschlange! Von hier aus können wir ja in unser Schlumpfdorf zurücksegeln! Schlumpfige Idee, Fassett! Forschi und ich werden Holz suchen, dann bauen wir ein Floß. Tja, dank mir, eurem Schlaubi-Schlumpf, sind wir jetzt endlich in Sicherheit, Kinder. Sag das nochmal, Schlumpf! Genau, genau! Haha, hab ich euch endlich doch gekriegt! Das glaube ich nicht, wir haben sie zuerst gesehen. Verschlumpf doch mal, was machen wir denn jetzt, Ned? Komm mit, ich hab ne Idee. Wir haben sie zuerst gesehen, oder willst du das bezweifeln? Genau! Macht ihr doch ein Unentschieden draus, dann können wir gehen. Du hältst dich da raus, hast du mich verstanden? Rumpf, Rumpf! Rumpel! Nicht schon wieder! Nichts wie weg hier, Leute! Ja. Genau! Schauen Sie ab! Wartet, lasst uns nicht allein! Schauen Sie, guck da! Ned! Ihr habt euch ganz schön erschrocken. Gerumpellaute macht man nämlich durch einen hohen Sturm. Ach du wandelndes Walross, endlich sind wir wieder zu Hause. Ja, dank Ned haben wir es ja doch noch geschafft. Hurra! Okay, okay, vielleicht weiß Ned inzwischen ja, wie man sich durch die Wildnis schlumpft, aber er hatte ja auch einen großartigen Lehrer. Und falls ich in Zukunft mal nicht in der Nähe sein sollte, Ned, kannst du jederzeit in Schlaubis Überleben in der Wildnis nachlesen. Das ist aber nett, Schlaubi. Ich weiß schon, was ich damit anstelle. Ist das nicht ein hübsches Vogelnest? Sehr witzig, Ned. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir den ganzen Schneckenschleim wegschaufeln müssen. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Schlümpfe entwickelt sind. Versuch das mal, Borax klar zu machen. Genau. Oh, meine Warzen. Jetzt weiß ich endlich, was schmerzender Verlust bedeutet. Genau.